Auf dieses Wiedersehen haben die Mitglieder der Initiative Bewegen mit Herz 2 lange Jahre gewartet. Endlich wieder ein Happy Day of Life, endlich wieder gemeinsames Engagement für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Über 100 Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer aus dem gesamten Bundesgebiet waren dazu mit ihren Lkw auf den Heuer Autohof an der A7 nach Soltau gekommen. Ihr gemeinsames Ziel für die Veranstaltung ist klar definiert. In Verbindung mit Lkw Gutes tun, Kinderaugen zum Leuchten bringen. Und hier kann man das genau so machen. Weil ich selber einen kleinen Bruder zu Hause habe, wo die Augen jedes Mal strahlen, wenn der einen LKW sieht oder bei mir mit in der Firma ist und einfach nur den Kindern irgendwas geben, dass sie einen schönen Tag haben. Und halt auch viele verrückte Leute, die genau das Gleiche vorhaben, hier kennenzulernen. Wir möchten ja, dass der Beruf weiterlebt und wir möchten auch zeigen, was wir hier machen. Wir sind da mit voller Stolz und Leidenschaft bei und dementsprechend sind wir jetzt auch hier dabei. Es gibt ja auch diverse andere Kinder, die das Gleiche erleben. Und da habe ich durch meinen Kollegen, der macht das seit Jahren mit. Und er hat gesagt, er macht das auch dieses Jahr nach 2 Jahren Pause. Und da habe ich gesagt, dieses Jahr muss ich definitiv mitmachen. Wir haben ein gutes Herz. Und Kinder sind nun mal unsere Zukunft. Und irgendwie müssen wir die ja fördern. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir das machen. Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer spielen Kindertaxi. Doch bevor es losgeht, erst einmal das erste Gruppenbild. Es ist früh am Morgen, überall Spannung und gewaltige Vorfreude. Natürlich auch bei denen, die das Spektakel organisiert haben. Ich sage immer, Gutes tun tut gut. Und du weißt doch selber, wie das ist, wenn man jemand helfen kann und man kann das vermitteln, gibt doch nichts Schöneres eigentlich. Und das geht ganz vielen Lkw-Fahrern so. Du wirst so ein bisschen gefordert, das ist mal was anderes, ist ein bisschen Flucht aus dem Alltag. Du bist zusammen mit Kollegen, war lange nichts, jetzt gerade nach der Corona-Zeit, ist doch total klasse. Die Lkw-Fahrerinnen und Fahrer gehen an diesem Tag nicht alleine auf die Strecke. Begleitet werden sie von Bikern, die sich der vielbeachteten Aktion gerne anschließen. Diese hier sind extra aus Thüringen gekommen. Die Aktion ist super. Wir waren 2018 das erste Mal dabei und haben die Kolonne begleitet bzw. abgesichert vorweg in Erfurt. Und das war richtig genial. Wir haben Lkw-Fahrer gesehen, die schon gestartet sind mit Tränen in den Augen. Und wenn man sich hier umdreht und die Lkw-Fahrer sieht, da kommt einfach ganz viel Energie rüber. Auch Michael Hirte ist dabei. Er ist der Schirmherr der Veranstaltung und vor ein paar Jahren als Mundharmonika-Spieler in einer Fernsehshow bundesweit bekannt geworden. Jetzt arbeitet er bei Bewegen mit Herz mit und hat ein Faible für die Aktion und die Lkw-Fahrer. Ja, ich bin ja auch jedes Jahr hier und ich fahre ja selber mal fahren. Und das ist immer ein erhebendes Erlebnis. Also, wenn dann die Kinder, die sich freuen, wenn die hupen nachher und wenn die in Kolonne fahren, da kriegt man nur Gänsehaut und das muss jedes Jahr. An 3 verschiedenen Stellen treffen jetzt die Lkw ein, um die bereits ungeduldig auf ihre Taxis wartenden Kinder und Jugendlichen abzuholen. Sie alle kommen aus Waisenheimen, Pflegefamilien oder anderen Einrichtungen und können es schon gar nicht mehr abwarten. Das Prinzip ist ganz einfach. Die Kinder und Jugendlichen dürfen sich das Fahrzeug, in das sie einsteigen wollen, selbst aussuchen. Damit beginnt quasi auch eine Art Schaulaufen unter den Lkw-Fahrern. Für alle Beteiligten bedeuten diese Momente Gänsehaut pur. Das Spannende ist, dass man das Leuchten in den Kinderaugen sieht. Das ist einfach das, was das Schöne an der ganzen Geschichte ist. Und da vergisst man dann auch mal ganz schnell, dass man dafür sein freies Wochenende opfert. Das ist völlig in Ordnung. Die 15-jährige Nova hat sich dafür entschieden, mit uns über ihre Teilnahme an der Aktion Bewegen mit Herz zu sprechen. Fahrer ist Benny Köhlmann. Reden wir über Gefühle und Erwartungen. Das war also überraschend, weil wir hatten das ja noch nie, dass wir sowas gemacht haben. Und dass wir halt die Möglichkeit haben, auch die Kleineren, das ist für die jetzt ein echt großer Tag, mit so einem großen LKW zu fahren. Und das freut mich als große Schwester natürlich auch, dass sie die Chance haben, sowas mal zu machen. Und ich selbst finde das auch cool, weil ich bin noch nie LKW gefahren und ich möchte gern diese Erfahrung auch mal machen. Es folgt eine etwa einstündige Ausfahrt durch die Lüneburger Heide. Über 100 Lastwagen im Konvoi entdecken mit sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen an Bord
die Gegend. Verständlich, dass so viele Lastwagen an einem Samstag zu einer Belastungsprobe für den übrigen Verkehr werden. Doch es ist nun mal der Happy Day of Life. Und den gibt es nur einmal im Jahr. Ein erster Zwischenstopp wird am Sitz der Firma Heuer in Visselhövede eingelegt, wo sich die Teilnehmer stärken können. Inzwischen ist auch Nova eingetroffen. Wie war's denn unterwegs? Ich dachte, es ist nicht so ein Unterschied wie zu einem Auto, weil von außen, es sieht schon groß aus, aber es ist noch viel größer von innen aus zu sehen als mit dem Auto. Und dass der Lkw-Fahrer aber so gefahren ist, das fand ich schon erstaunlich. Also, dass die so mit dem fahren können, als ob die ein kleines Auto hätten. Und ich fand das sehr schön. Also es war eine schöne Erfahrung. Sehr angenehme Person. Man konnte sich gut mit ihr unterhalten über den Beruf und was sie lernen möchte irgendwann. Und ja, es hat Spaß gemacht. Möglich sind Veranstaltungen wie der Happy Day of Life natürlich nur, weil Sponsoren mit im Spiel sind. Etwa die Firma Heuer, die die Kosten des gastronomischen Teils der Großveranstaltung für Fahrer und Kinder übernommen hat. Wir fragen nach dem Warum. Außerdem stehen die Tränen fast in den Augen. Also ich selber habe 3 Jungs und 3 Enkelkinder, demnächst 4 Enkelkinder. Alle sind gesund, Gott sei Dank. So, und insofern leben wir auch eben mit denen Kindern, die vielleicht nicht das Glück haben, was wir in der Familie haben. Und nehmen das sehr ernst, auch die Dankbarkeit sehr ernst. In Visselhövede treffen wir auf gute alte Bekannte aus der Truck-Szene und fragen nach, warum auch sie beim Happy Day of Life mit dabei sind. Es sind ganz viele emotionale Momente dabei, wo man auch schlucken muss, weil es sind ja nun viele Kinder dabei, die, ich sag's mal milde ausgedrückt, nicht so ganz viel Glück im Leben hatten. Und wenn man diesen Kindern einen glücklichen Moment bereiten kann, dann ist das, das tut dem Herzen gut. Also ich finde das faszinierend. Ich stand vorne an der Kreuzung und habe die ganzen LKWs gesehen, die Kinder da drinnen. Und das ist einfach herzergreifend. Das ist einfach, man kriegt feuchte Augen. Es ist einfach wunderbar, sowas mit anzusehen. Und da gibt es auch keine Konkurrenz oder eine Spedition. Da geht es heute wirklich nur um die Kinder, um Bewegen mit Herz. Und ich glaube, das ist in erster Linie ganz, ganz wichtig. So ist die Veranstaltung letztendlich auch ein Imagefaktor für die Speditionsbranche. Viele Menschen, vor allem auch Kinder und Jugendliche, bekommen zum ersten Mal mit, was Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer Tag für Tag leisten und dass sie auch ihr Herz am rechten Fleck haben. Damit bewegt Bewegen mit Herz tatsächlich die Menschen und löst Gefühle aus. Also wir waren von Anfang an begeistert, als wir von dieser Initiative gehört haben und auch von der Möglichkeit, dass wir diesmal dran sein könnten, da haben sich alle gefreut. Und von uns sind fast alle Kollegen geschlossen da. Also vom Kinderdorf direkt fehlt nur eine Familie, weil die ganz kleine Kinder haben und gesagt haben, das ist doch ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich haben sich alle Kollegen darüber wahnsinnig gefreut. Der Happy Day of Life ist ein Lichtblick in einer Welt, die es nicht immer gut mit Kindern und Jugendlichen meint. Unterstützt von Firmen und Einrichtungen, die der Kraftfahrerinitiative bei der Bewältigung ihres Anliegens zur Seite stehen. Am Ende ist auch die Bundesvorsitzende Ulrike Müller, die übrigens auch als Lkw-Fahrerin hinter dem Lenkrad sitzt, überwältigt von der Resonanz, die diese Aktion jedes Mal findet. Man organisiert alles vom Lkw aus, abends nach Feierabend, Wochenende. Das ist Arbeit, ne? Das, wo anderen am Büro sitzen, ne? Zack, moins Laptop auf, klack, klack, du telefonierst, du machst. Das sind so viele Dinge, an die du denken musst. Das ist Arbeit. Und die letzten paar Wochen eigentlich kaum Schlaf, sage ich mal. Aber positiver Stress. Also für mich ist es positiver Stress. Positiver Stress, der längst zu einer Lebensaufgabe geworden ist und die Welt der Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer für einen Tag lang in einem anderen Licht erscheinen lässt. Aber auch damit ist viel erreicht. Vor allem, wenn man an die Zukunft denkt. Die Zukunft der Kinder und die Zukunft der Transportbranche.